Die Rückkehr ins Unbewusste, sprich in jenen Partikularteil der Verwobenheit mit allem Lebendigen, als eucharontisches, ozeanisches Urgefühl mit Evidenzcharakter und Selbstgenießens Autochtonismus, gibt am besten Hölderlin wieder. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert und das kochende Meer der Woge des Kornfelds gleicht. Das ist auch der Hinweis, dass selbst Gott, sprich das System Unbewusstes, nichts anderes ist als ein Tröstungsvergessensapparat gegen das primäre Proton-Pseudos des Horror-Terrors. Mit seinem